Hallo liebe Trader und Traderinnen, herzlich willkommen zur Trading-Wochenanalyse für die Kalenderwoche 36 und zwar für die Handelstage vom 3.9. bis 7.9.2018. Ihr seid auf dem Kanal von JFD Brokers, mein Name ist Markus Klebe und wir wollen wie gewohnt die Märkte DAX, S&P, Euro und Gold hier beleuchten. Im Big Picture wollen schauen, wo sind wichtige Widerstände und Unterstützungen, was könnte in der kommenden Handelswoche hier an Richtungen theoretisch eintreten, praktisch vielleicht auch eintreten und vor allem welche Level, welche Widerstände und Unterstützungen könnten hier wichtig sein für eventuell dann auch Trade-Setups, die man hier grundlegend eingehen könnte. Vorab, bevor wir starten, wie gewohnt natürlich der Risikohinweis. Lest euch diesen bitte durch. Achtet grundsätzlich natürlich darauf, dass ihr mit Stops arbeitet, dass ihr die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass ihr all das, was ich hier sage, definitiv nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eigenen Analysen. Und wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder natürlich auch zum Broker JFD habt, dann auf der Website von jfdbrokers.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder auch natürlich zum Broker beantwortet bekommen. Wie gewohnt auch an dieser Stelle der Hinweis, wenn ihr hier auf dem YouTube-Kanal von JFD Broker seid, klickt einfach mal auf die Wochenanalyse. Beziehungsweise wenn ihr euch sie ja gerade anschaut, seid ihr natürlich direkt gerade bei der Analyse und da könnt ihr hier unten, wenn ihr entsprechend vielleicht nur den Euro-US-Dollar euch anhören wollt oder vielleicht nur das Gold, geht hier einfach mal auf mehr, dann kommen die Märkte hier nochmal aufgelistet, dahinter eine Zeitangabe und ihr könnt entsprechend auf diese Zeitangaben klicken, um dann entsprechend direkt zur Euro-US-Dollar-Analyse zum Beispiel zu springen oder zur Gold-Analyse entsprechend dann mit den jeweiligen Zeitangaben hier im Video. Bevor wir mit dem DAX starten, mit der Analyse des DAXes starten, vorab auch nochmal der Blick auf den Wirtschaftskalender für die kommende Handelswoche, was ich zum Ende der Handelswoche erstmal noch komplett ausgeblendet hatte. Wir haben ja am Montag Feiertag hier Tag der Arbeit in den USA, was da bedeutet, dass diverse Märkte geschlossen sind, beziehungsweise ein eingeschränkter Handel teilweise stattfindet, was dann wiederum auch bedeuten könnte, dass wir hier gerade im DAX eben auch geringere Volatilitäten sehen. Das muss nicht sein, aber man darf sich hier nicht wundern, wenn gerade eben auch 15.30 Uhr natürlich hier die Initialzündung aus den USA fehlt und hier entsprechend dann keine großartigen Bewegungen aufkommen. Dann klicken wir wie gewohnt ja hier immer auf hohe Relevanz. Wir schauen uns nur die Wirtschaftskennzahlen an, die wirklich hier als wichtig deklariert werden, weil wenn dann überhaupt sind es eigentlich diese Nachrichten, die dann die Märkte nennenswert fürs Daytrading bewegen könnten. Und allem voran fangen wir von hinten an, sind hier natürlich am Freitag die Non-Farm Payrolls wieder wichtig um 14.30 Uhr. Hier durchschnittliche Stundenlöhne und Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft, also die Non-Farm-Payrolls, die hier am Freitag wichtig sind um 14.30 Uhr, die zwar in den letzten Monaten nicht nennenswert zu Marktbewegungen geführt haben, aber die Non-Farm-Payrolls sind immer für eine Überraschung gut und somit sollte man definitiv am Freitag 14.30 Uhr die Augen auf dem Markt haben. Auch hier eben sich nicht wundern, wenn auf einmal ein paar Kurssprünge zustande kommen, denn diese Zahlen sind sehr, sehr wichtig. Da schauen sehr, sehr viele Händler drauf und wenn hier Abweichungen von den Erwartungen kommen, nennenswerte Abweichungen, dann sollte es auch dazu führen und ich bin mir sicher, es werden auch wieder Zeiten kommen, wo die Non-Farm-Payrolls wirklich die Märkte etwas stärker bewegen. Zusätzlich am Freitag dann eben noch Bruttoinlandsprodukt aus der EU um 11, das ist jetzt meiner Meinung nach nicht so wichtig, Bank of England Zinsentscheidung bzw. Zinsentscheidung, dann Royal Bank of Australia, das sind eben für die jeweiligen Währungen natürlich auch nochmal wichtige Zahlen, also wer hier eben im Währungshandel unterwegs ist, auch vielleicht so ein Müh für den Euro-US-Dollar, aber eigentlich weniger natürlich für den kanadischen Dollar, alles was mit dem kanadischen Dollar zu tun hat, alles was mit dem australischen Dollar zu tun hat. Diese Währungspaare sind natürlich dann hier etwas mehr betroffen. Aber nun schlussendlich ist es am Freitag eigentlich mehr oder weniger nur die Non-Farm Payrolls, die hier in der kommenden Handelswoche wichtig sind. Starten wir mit dem Blick auf den DAX und wir sind gerade nicht im DAX, sondern noch im Gold. Also switchen erstmal hier natürlich zum DAX über. Moment, da sind wir. Also der Tageschart im DAX, wir wissen gerade Donnerstag und Freitag hat der DAX dann eben wie erwartet dann auch irgendwann mal so ein bisschen die Abwärtsseite eben aufgenommen. Ich hatte ja auch immer darauf hingewiesen, dass der Blick auf den S&P immer gerichtet werden sollte. Das hatten wir in den täglichen Livestreams dann auch entsprechend immer besprochen. Denn solange der S&P sich sehr, sehr stark hielt, und er hat ja, wir werden ja auch gleich drauf schauen, eben immer wieder neue Allzeithochs ausgebaut. Der ist ja nach wie vor sehr, sehr stark. Und jedes kleine Husten, jeder Anfall von Schnupfen quasi vom S&P hat natürlich dann eben, oder nicht natürlich, oder hat schlussendlich dazu geführt, dass der DAX es erstmal zum Beginn der Handelswoche dann immer wieder auf der Abwärtsseite
Abwärtsseite versucht hat. Er hat erstmal Stärke gezeigt, gerade zum Montag. Wir sind schlussendlich dann knapp in den 600er Bereich gelaufen, was ja auch so ein wichtiger Bereich war, vorab in den 500er Bereich, 550. Das waren ja die Daytrading-Ziele, die wir dann teilweise besprochen haben. Wir haben Käufe besprochen, wir haben Verkäufe gesprochen. Also wir waren in der letzten Woche von den Levels eigentlich sehr, sehr gut, die wir hier angenommen haben für eventuelle Bewegungen, die dann schlussendlich auch in dieser Art und Weise eingetreten sind. Auch die Ziele auf der Abwärtsseite für Donnerstag und Freitag waren auch grundsätzlich nicht so schlecht gewählt. Somit hier erstmal die vergangene Handelswoche anfänglich mit Stärke, dann mit Schwäche. Und diese Schwäche könnte sich jetzt durchaus in der kommenden Handelswoche umsetzen, durchsetzen, weitersetzen, wie auch immer, solange, muss man wirklich dazu sagen, und da sollte man, wer sich jetzt hier nur aktuell die DAX-Analyse anhören möchte, der sollte auf jeden Fall danach auch auf die S&P-Analyse warten, denn da ist es eben wirklich sehr, sehr wichtig. Wenn der S&P wieder nach oben läuft, weiter nach oben läuft, neue Allzeithochs ausbaut, das muss nicht zwingend dazu führen, dass der DAX sauber mitsteigt. Teilweise ist es passiert, dass der Markt so ein wenig wenigstens mitgemacht hat auf der Aufwärtsseite vergangene Handelswoche, aber schlussendlich ist es viel interessanter, wenn der S&P abgibt. Wenn er anfängt, eben ein bisschen Schwäche zu zeigen, dann hat es der DAX teilweise schon viel extremer auf der Unterseite umgesetzt, und das war ja auch das Denken, was wir schlussendlich hier eben auch täglich dann immer wieder angenommen haben und vor allem auch in der letzten Trading-Wochenanalyse. Sollte jedoch der S&P weiter nach oben laufen, dann ist es erstmal meiner Meinung nach in diesen Momenten, wenn der S&P sauber nach oben läuft, sollte der Markt, der DAX, nicht weiter solch starke schwarze Kerzen zeigen, also solch starkes Abwärtsmomentum zeigen. Sollte allerdings der S&P dann anfangen, auch eben kontinuierlich, auch auf kleineren Zeitebenen, fallende Hochs und fallende Tiefs auszubauen, dann ist hier auf jeden Fall, oder nicht auf jeden Fall, aber eben die Möglichkeit da, dass wir weitere Bewegungstiefs im DAX sehen, dass wir schlussendlich weiter die nächsten Unterstützungen anlaufen, was da schlussendlich erstmal der Bereich knapp unter 300 ist. Dann kommt der Bereich um die Marke 250, 200, 130 und dann geht es eben sukzessive in Richtung 12.000. Das wäre erstmal von der durchschnittlichen Wochenschwankung nicht so unrealistisch. Also es ist durchaus denkbar, wenn der S&P vielleicht, dann muss er das aber auch tun, etwas mehr in eine Konsolidierung rutscht, die nach wie vor zwar im S&P im Aufwärtstrend ist oder wäre, aber wenn dort eben nochmal der ein oder andere Tag auf der Abwärtsseite kommt, dann könnte es dazu führen, dass eben schlussendlich auch der DAX nochmals mit etwas Momentum nach unten kommt. Ihr seht, dieser 130er Bereich hier in etwa in der CFD-Indikation hier, der ist wichtig, der war schon zweimal unterstützend, und wie es so oft ist es ja dann so, dass solche Bereiche entweder natürlich nochmals getestet werden, aber wenn der Markt durchgeht, dann ist es nicht so unwahrscheinlich, dass wir hier doch vielleicht mit ein bisschen Schmackes in Richtung 12.000 rutschen. Das ist ja dann nicht mehr so weit weg. Also es ist erstmal rein theoretisch, und auch wenn man sich so die täglichen, die Wochenschwankungen vom DAX anschaut, die da im Bereich um die 300, 350 Punkte liegen. Wir sind per Schlusskurs hier im Bereich um die Marke 350. Und wenn man dann eben sagt, okay, vielleicht kommt eine starke Abwärtswoche, dann ist auf jeden Fall der 12.000er Bereich wichtig oder möglich. Schlussendlich würde ich erstmal etwas konservativerer, wenn es weiter abwärts geht, den Bereich um die Marke 12.130/12.100 annehmen. Und wenn es dann schwach wird, müssen wir täglich dann immer besprechen, dann natürlich auch irgendwann die 12.000. Aber hier erstmal nicht, gerade im Daytrading, mit einem Rutsch davon ausgehen, dass es nach unten geht. In der Regel, wenn, dann geht es ja trotzdem im Zickzack und man hat immer noch die Möglichkeit, hier auch später einzusteigen. Also das ist erstmal der grundlegende Gedanke für die Abwärtsseite, die jetzt hier erstmal eingeläutet wurde durch Donnerstag und Freitag. Sollte schlussendlich der Markt allerdings erstmal im übergeordneten Bild, im großen Big Picture, wieder oberhalb dieser 450 hier rangieren. Das ist der Bereich, der eben in der Vergangenheit auch schon wichtig war, den wir in der vergangenen Woche auch des Öfteren benutzt haben für Ziele, für Unterstützung, für Widerstände und so weiter. Sollte dieser jetzt wieder auf der Oberseite durchschritten werden, also eben nicht Schwäche eintreten, S&P weiter stark, DAX arbeitet sich langsam wieder nach oben, dann ist es eben hier unterhalb von 450 ist diese Abwärtsseite weiter aktiv. Ich werde auch vorrangig eben schauen, dass ich die Abwärtsseite handle. Sollte der Markt jedoch dann über 450 gehen, dann schaue ich auch wieder etwas stärker auf die Aufwärtsseite, weil dann ist es natürlich denkbar, dass wir auf jeden Fall auch wieder Richtung 600 steigen. Das ist dann oberhalb von 450 auch nur noch 100 Punkte, 150 Punkte weit entfernt. Und das ist ja genauso der Abstand der durchschnittlichen Wochenschwankung nur auf der Oberseite. Also das ist auch denkbar, auch vielleicht ein leichtes Überschreiten
Zeiten der 600, aber der 600er Bereich, der war in der Vergangenheit wirklich extrem wichtig. Wir haben das auch vorher angesprochen für die vergangene Handelswoche, Bereiche 500, 550, die wirklich im ersten Anlauf nicht geklappt haben, die meistens dann erst im zweiten Anlauf durchlaufen wurden. Jetzt haben wir den 600er Bereich schon mit einem Anlauf angelaufen, aber ich denke trotzdem, da braucht schon der Markt, der DAX, ein Umdenken. Ja, also er ist ja aktuell zwar immer auf der Aufwärtsseite am Laufen, aber er hat zwischenzeitlich, wir gucken das auch gleich nochmal auf den 4-Stunden-Chart an, zwischenzeitlich immer wieder den Druck auf der Abwärtsseite. Er geht immer wieder zwischendurch in die Knie, was da bedeutet, wir haben natürlich auch immer wieder die Möglichkeit, auf der Abwärtsseite zu arbeiten. Und vor allem, man sieht es Donnerstag und Freitag, man kann sich da richtig schöne Situationen rausarbeiten, genauso wie auf der Aufwärtsseite zwischen den bestimmten Bereichen. Und somit ist hier der Gedanke wirklich aktuell, wenn wir wieder über 450 gehen, die Aufwärtsseite. Und wir sehen es hier, ich habe es mal grob eingezeichnet, diese schräge Trendlinie, worauf ich ja immer nicht so stark achte. Aber schlussendlich passt das schon so ein bisschen ins Bild. Wir gehen über 450, der Markt könnte sich langsam Richtung 600 vorarbeiten. Das könnte das Bild der kommenden Handelswoche sein, was ich so grob im Hinterkopf habe. Und dann könnten wir vielleicht am nächsten Wochenende darüber sprechen, wenn der S&P weiter nach oben geht, wenn hier alles weiter long ist, dass dann vielleicht in der kommenden Handelswoche der 600er Bereich dann vielleicht schon knapp überschritten wurde oder zwischendurch mal kurz überschritten wurde und wir vielleicht dann irgendwo hier in diesem Bereich rangieren, ja, wenn die Long-Seite eintritt. Und dann geht es natürlich auch, wenn wir dort sind, für die übernächste Handelswoche eventuell weiter nach oben. Aber das Bild sehe ich erstmal aus aktueller Sicht, bedingt durch Schwäche Donnerstag und Freitag, noch nicht. Wie gesagt, der Fokus liegt erstmal für Montag, Dienstag, Mittwoch, wenn uns hier der Markt nicht eines Besseren belehrt. Erstmal weiter auf der Abwärtsseite. Ziele hatte ich besprochen, 250, 200, das sind alles so Unterstützungsniveaus, die da so kommen, auf den kleineren Ebenen, die dann eben auch im Daytrading nutzbar sind. Ja, aber wenn wir das uns hier, wie gesagt, anschauen, die Abwärtsseite war eben in dieser Aufwärtsbewegung immer wieder ein Thema, gerade hier vorletzte Handelswoche, diese Seitwärtszone, dann kommende oder vergangene Woche der Bruch nach oben dieser Seitwärtszone, dann der Test, hier hatten wir den 400er Bereich als Kaufniveau, da ist der Markt wunderbar auf der Aufwärtsseite eben wieder gelaufen. Also da waren wirklich schöne Bereiche. Und diesen Bereich hier erstmal oberer Bereich dieser Schiebezone der vorletzten Woche, dann hier auch schon mal dieses Hoch im Bereich 450, das ist hier der Bereich, der erstmal richtungsentscheidend bleibt. Und wenn wir eben hier weiterhin schwach bleiben, da sind natürlich leichte Erholungen, die hier im Markt stattfinden können, die wir dann situativ auch im DAX Long oder Short dann immer eben besprechen im täglichen Handel. Das sind dann so Bereiche, die dann eben immer ganz gerne für die Abwärtsseite genutzt werden. Natürlich auch der Bereich 400, 450, das sind dann auch nochmal so Widerstände, die eben für die Abwärtsseite interessant sind. Oder der Markt geht eben relativ zügig nach unten. Dann müsste man natürlich schauen, haben wir in der vergangenen Handelswoche auch gemacht, dass man etwas aggressivere Einstiege wählt. Hier dann eben nicht darauf wartet, weil der Markt es dann eben teilweise nicht gemacht hat, sich nochmal so schön zu erholen, dass man den Einstieg hier eben auf höherem Niveau bekommt, sondern wir mussten in der vergangenen Handelswoche dann teilweise auch auf Breakout-Strategien auf der Abwärtsseite gehen, um hier überhaupt den Einstieg in die Abwärtsbewegung schlussendlich zu bekommen. Ja, also da müssen wir uns detailliert dann anpassen an die Situationen, aber das ist erstmal schlussendlich so die Idee, die grobe Idee und die wichtigen Bereiche für die kommenden Handelswoche, auch die durchschnittliche Schwankung, die da so stattfinden könnte. Und dann blicken wir auf den S&P, der ja, wie es hier eben im Tageschart richtig schön eindeutig zu sehen ist, der hier weiter auf dem Weg nach oben ist. Er hat zwar hier auch am Donnerstag etwas abgegeben, hat das am Freitag kurzzeitig auch noch getan, ist dann schlussendlich aber wieder gestiegen und das führte dazu, dass eben zum Handelsschluss hier im DAX dann auch keine neuen Bewegungstiefs mehr ausgebaut worden sind, was ich dann auch schon grob so gedacht habe mir für Freitag, sondern dass dann eben eine leichte Erholung nochmal reinkam. Wir hatten dann nochmal die Shortseite im Dow. Das hat schlussendlich, ich weiß gar nicht, ganz knapp Minus oder ganz knapp Plus gebracht, weiß ich schon gar nicht mehr genau, aber schlussendlich haben wir am Freitag jetzt hier in den Märkten nicht so viel Geld verdienen können, gerade am Nachmittag in den US-Märkten nicht und somit hier der S&P nach wie vor sehr, sehr interessant auf der Aufwärtsseite unterwegs und ich hatte in der vergangenen Handelswoche auch den 2905er Bereich als nicht so unwichtig im Daytrading besprochen. In diesem Bereich haben wir schlussendlich dann auch den Schlusskurs am Freitag gefunden. Kurzfristiger Natur ist dieser Bereich nach wie vor interessant. Also wenn wir am Montag oberhalb, beziehungsweise Dienstag ja dann, am Montag passiert ja im S&P nicht viel, aber wenn wir dann eben grundsätzlich weiter oberhalb von 2905 sind, dann ist direkt, Moment, das machen wir mal nicht rot, sondern das machen wir grün für die Aufwärtsseite, alles was oberhalb von 2905 ist aus aktueller Sicht, ist hier weiter aufwärts tendierend.
weiter in Richtung neuer Allzeithochs. Und jetzt stellt sich hier mal recht oft die Frage, oder die Frage werde ich auch oft gefragt, beziehungsweise wird mir diese Frage oft gestellt, ja, wie kann man denn jetzt Ziele auf der Aufwärtsseite wenigstens grob festmachen? Ja, wir sind da in einem Niemandsland, wir waren in diesem Bereich noch nie, der Markt war da noch nie. Man kann nicht aus der Vergangenheit, aus den charttechnischen Bewegungen der Vergangenheit irgendwie Widerstands- und Unterstützungszonen ablesen. Wir sind auf Allzeithochs und dann ist es natürlich in der Tat etwas schwieriger. Man tappt natürlich im Dunkeln und man muss hier so ein bisschen versuchen, logisch sich das herzuleiten. Im Endeffekt ist es natürlich auch nur ein, ja, ein Tappen im Dunkeln. Es ist einfach so. Aber wenn man sich hier mal zum einen, wenn man jetzt im Daytrading unterwegs ist und sich so durchschnittlich die Tage anschaut, gerade die Aufwärtstage, was die so durchschnittlich geschafft haben. Ja, also warte, Moment, wir nehmen hier mal die Striche raus und messen das mal kurz, einfach nur, dass man das mal so sieht. Wir schauen uns mal hier diesen blauen Tag an. Der ist hier zwischen von 12,8, 6 und 57 auf 77. Das sind so 20 Punkte, die der S&P geschafft hat. Ja? Ähnliche Tage hatten wir auch. Auch hier, das sind so ungefähr 20 Punkte. Also das ist schon recht gut. Und ihr seht, dass meine Widerstände und Unterstützungen auch in etwa teilweise so um die 20 Punkte auseinanderliegen, bedingt aus dem charttechnischen Bild der Vergangenheit. Also ist scheinbar aktuell so in den letzten Monaten hier diese Marke zwischen Unterstützung und dem nächsten Unterstützungsniveau, beziehungsweise zwischen Widerstand und Widerstand auf der Oberseite, scheint so um die $20 zu liegen, ja, beziehungsweise 20 Punkte. Und dann kann man natürlich hier sagen, okay, wir haben jetzt den Bereich 0,5. Ich hatte dann hier den Bereich etwas knapper mit 20 deklariert in der vergangenen Handelswoche als Ziel. Da sind wir nicht ganz rangekommen. Aber schlussendlich ist eben der Bereich 20 meiner Meinung nach nicht so uninteressant, weil es auch eine psychologische Marke ist. Man kann auch 22 nehmen oder sowas. Also das ist jetzt nicht so schlimm. Aber den nächsten Bereich würde ich nicht ganz um 20 Punkte, weil ja, Allzeithochs und weiterhin so enorme Stärke. Ich gehe erstmal nicht davon aus, dass es so extremst weiter nach oben geht und würde hier eben schlussendlich, 20 ist der letzte Widerstand, würde dann eben so in etwa den 35er Bereich annehmen, Moment, den in etwa 35er Bereich als nächstes Widerstandslevel. Ja, das ist dann hier so 36, Moment, passen wir so nach unten an. Ja, so in etwa der Bereich. Und das ist ja jetzt nur wichtig, um, wenn wir in Trades reingehen und wir müssen ja irgendwo nächste Widerstände haben, wir wollen ja dort gegebenenfalls eben kaufen und das als Ziel nehmen, wo der Markt eventuell dann erstmal wieder anhalten könnte, sich eben vielleicht einen kleinen Drehpunkt hinlegt und wenn wir eben Trades eingehen, entsprechend schauen, wie groß ist die ATR in dem Bereich, wo wir handeln wollen, gerade hier im Daytrading, dann muss ich natürlich schauen, wie groß ist mein aktueller Stop? Wo liegt denn der nächste eventuelle Widerstand, der da kommen könnte? In dem Fall angepasst an die Vergangenheit, zumindest grob. Und wenn ich weiß, da kommt im Bereich 20, da kommt im Bereich 35, so die nächsten Bereiche, dann muss ich eben schauen, dass ich meine entsprechenden Stops, ein Vielfaches davon, ihr kennt das von mir, mindestens versuche ich ja immer so ein Chance-Risiko von 2:1 hinzubekommen. Idealerweise habe ich meistens 3:1, 4:1, 5:1 Chance-Risiko-Verhältnisse. Und wenn ich dann im S&P mit einem Stop von dann etwa 2, 3, manchmal 4 Dollar arbeite, dann brauche ich eben schon 8, 12, 16, 20 Punkte bzw. Dollar hier eben nach oben Chance, um eben diese Chance-Risiko-Verhältnisse dann schlussendlich auch einhalten zu können. Somit passt das hier, man kann das eben entsprechend an diesen Widerständen gut machen, beziehungsweise an diesen Widerständen so ein bisschen die Ziele festmachen. Ich tue mich grundsätzlich schwer, in so einem Aufwärtstrend dann auch zu sagen, ganz eiskalt, nur bedingt, dass da jetzt ein irgendwo theoretisch reingelegter Widerstand liegt, dass man dann sagt, okay, wenn der Markt jetzt hier hinkommt, hier oben will ich aggressiv shorten. Das mache ich dann natürlich nicht. Also ich nehme diese Widerstände erstmal grundsätzlich nur für Ziele, weil ich gar nicht weiß, ob da wirklich irgendwo ein Drehpunkt ist. Und das Shorten auf diesem hohen Niveau, das muss ein bisschen detaillierter angeschaut werden. Ich mache es nicht selten, zugegebenermaßen. Es gibt allerdings in so einem Aufwärtstrend auch Wochen, wo ich nicht einen Short-Trade mache. Aber wir haben natürlich immer wieder Punkte, immer wieder Situationen, wo wir merken, okay, jetzt könnte hier mal ein Tag mit Schwäche reinkommen, was im Aufwärtstrend ja auch ganz normal ist. Wir versuchen natürlich vorrangig die Aufwärtsseite zu handeln, aber es gibt eben auch Tage, wo es abwärts geht. Und ich hatte ja dann eben auch euch immer mal erklärt, dass ich das dann ganz gerne im Dow Jones aktuell umsetze, weil der so ein bisschen schwächer ist, eher so ein bisschen teilweise ähnlich
wahrscheinlich, wie der DAX auf der Unterseite ein bisschen übertreibt. Und wenn ich dann ein Setup sehe, wo es denkbar ist, die Abwärtsseite zu handeln, wo der S&P eventuell nach unten kommen könnte, dass ich dann schlussendlich den Dow Jones dafür nehme und das dann eben 1:1 umsetze. Das zeige ich ja entsprechend dann immer in den Livestreams. Solange der Markt, ich glaube, wir brauchen über diesen Aufwärtstrend jetzt hier gar nicht lange diskutieren. Ich denke, das ist jedem klar, dass wir hier oberhalb bestimmter, teilweise weit entfernter Bereiche grundsätzlich immer noch aufwärts sind. Also wenn wir uns das Big Picture anschauen, selbst der Rutsch hier in den Bereich 2870, was aus dem Schlusskursniveau 35 Punkte weg wäre, das ist schon eine ganze Menge. Auch für die aktuelle Volatilität, die etwas höher ist. Aber schlussendlich sind durch diesen sehr, sehr starken Aufwärtstrend und auch mit dem Blick auf die Vergangenheit, wenn wir hier diese Aufwärtsbewegung grundsätzlich uns anschauen, ja, und gerade jetzt ab jetzt, wo ich zeichne, ja, diese Aufwärtsbewegung, hier kommt zwar nochmal so eine Abwärtsphase, die leicht größer ist, die hier auch so zwischenzeitlich mal kurz in so einem Grenzbereich war, der Sauberkeit eines Aufwärtstrends, aber schlussendlich ist diese letzte Bewegung wieder weiter sauber hin aufwärts, und selbst wenn wir jetzt diesen Rücksetzer hinlegen, lediglich in diesen alten Hochbereich rein, selbst dann ist das Chartbild noch weiterhin sauber. Also ich denke, dass wir auch hier in der kommenden Handelswoche, wenn hier nicht die Welt zusammenbricht, dass wir weiterhin in diesem Aufwärtstrend bleiben. Was nicht im Daytrading bedeutet, dass wir nicht die Abwärtsseite handeln. Also das, wie gesagt, ist an dieser Stelle natürlich auch immer zu sagen, und da eben seid ihr gerne eingeladen, dann auch in die Livestreams eben zu schauen. Grundsätzlich sind wir weiterhin aufwärts. Sprich, an Unterstützungen kann natürlich auch immer gekauft werden. Selbst wenn wir hier nochmal weiter nach unten rutschen, zeichnen wir auch mal weiter nach unten. Selbst wenn wir hier den Bereich 45, den Bereich eben um die Marke 25 angreifen, selbst der 2800er Bereich hier unten, den wir zeitweise eben auch als sehr, sehr wichtig hatten, selbst wenn wir da hinlaufen, ist das Tageschartbild noch nicht gebrochen für die Aufwärtsseite. Das wird dann hier unten zwar langsam kritisch, und wenn wir das hier sehen, dann werden wir auch erstmal im Daytrading wahrscheinlich etwas mehr auf der Abwärtsseite unterwegs sein. Aber selbst wenn der Markt sich dann hier in diesem Bereich fängt, wäre das charttechnische Bild auf der Aufwärtsseite ja immer noch nicht gebrochen. Also das muss man sich in so einem Aufwärtstrend immer sagen. Es kommen auch Zeiten, wo es mal kurz nach unten geht, und wenn hier mal ein schwarzer Tag kommt, dann steht gleich immer ganz groß in den einschlägigen Websites, jetzt bricht die Welt zusammen, der S&P, der fällt und ins Niemandsland und so weiter. Also vorsichtig damit, und wir sind weiter sauber hin aufwärts, und wir gucken uns das Ganze dann natürlich eben in den täglichen Analysen an. Mehr kann ich jetzt zum S&P auch nicht sagen, als jetzt hier eben diesen Aufwärtstrend weiter erstmal charttechnisch zu bestätigen. Gehen wir auf den Euro über, der zugegebenermaßen wieder etwas tricky wurde in den letzten zwei Wochen, weil er mein Abwärtsbild erstmal grundsätzlich nicht weiter verfolgt hat, was allerdings mir selbst nicht ganz so wehgetan hat, weil ich schlussendlich erstmal auf der Abwärtsseite hier recht gut Geld verdienen konnte, meine zwei Fehlversuche vorher eben gut wettmachen konnte. Ich habe es dann hier an der 15,30, 15,20 nochmals auf der Abwärtsseite versucht, musste hier einen Mini-Verlust hinnehmen und musste mich vom Markt eines Besseren belehren lassen, dass er doch weiter nach oben möchte. Erst dann schlussendlich, und ich habe hier diese Bereiche, und das ist wirklich diese Handelswoche und der letzte Handelswoche sehr verblüffend gewesen, dass die Widerstände und Unterstützungen hier extremst sauber angelaufen wurden. Der Markt ist dann durch diesen wichtigen, hier deswegen auch rot eingezeichneten Bereich wieder drüber gelaufen, in das nächste Widerstandsniveau 16,20, hat die 15,30 exakt getestet, ist dann hier enorm wieder gestiegen, muss man wirklich so sagen, ist dann in der vergangenen Handelswoche weiter in den Widerstandsbereich 17,30 gelaufen. Hier oben lauerte von mir eine Long-Überlegung, die schlussendlich erstmal nicht zum Tragen kam, also dieser aggressive Einstieg mit dem Gedanken, dass ich dann durch diesen vierfach bzw. teilweise fünffach Test dieses Bereiches hier, dass ich hier oben in diesem Bereich eventuell eine kleine Kettenbewegung in Gange setzt, dadurch, dass der Markt dann hier eben, oder beziehungsweise dass viele Händler hier gegebenenfalls Stops haben, Breakouts handeln und so weiter. Also über diesen Bereich sollte hier, denke ich, eine ganze Menge Action passieren. Jetzt haben wir diesen Bereich knapp nochmal getestet, sind jetzt wieder auf dem Weg nach unten, was natürlich diesen Bereich noch interessanter werden lässt. Also wenn wir hier hochkommen, diesen Gedanken, das kann auch vielleicht in 5 Wochen sein, das kann in 3 Monaten sein, werden wir sehen. Das kann auch nächste Woche passieren.
dann werden wir da oben eben gucken, dass wir hier gegebenenfalls auch etwas aggressiver auf der Long-Seite reingehen. Das schaue ich mir das aber an, aber wie gesagt, das muss man dann auch situativ entscheiden. Schlussendlich sind wir dann, und da war ja auch nochmal die nächste Überlegung, mit dieser Aufwärtsbewegung, die wir jetzt hier aktuell vollziehen, war der Gedanke im Bereich 16,20, 16,30, das ist in dieser Bereich gewesen, hier nochmal zu kaufen. Mit dem Gedanken, okay, der Markt ging hier runter, hat hier diese Schiebezone, die wir eben vorletzte Handelswoche hatten, eben nochmal von der Oberseite zur Unterseite angetestet und es war der Gedanke, in diesem Bereich hier 16,20 nochmal zu kaufen. Ich hatte es begründet am Freitag in der US Opening Bell, wo es dann soweit war. Wir waren exakt dort in diesem Bereich, habe es aber hier aufgrund des Freitags, aufgrund des Nachmittags und da das hier im Euro-US-Dollar von meiner Seite grundsätzlich erstmal alles Swing-Trading-Ideen sind, die sich in der Regel dann, wenn es gut läuft, innerhalb von 2, 3, 4 Tagen entwickeln sollten. Ich ungern Positionen übers Wochenende halte, führte es schlussendlich dazu, dass ich hier diesen Long Trade nicht gemacht habe, mit dem Gedanken, dass eben der Markt in Richtung 17,30 und dann mit dem Schuss hier drüber eventuell dann eben diese Bewegung vollzieht. Dann hätte man natürlich hier unten einen idealen Einstieg. Wenn man sich das Ganze, und das können wir jetzt aber auch können wir kurz tun, wenn wir uns das Ganze jetzt aber mal auf einem kleineren Zeitfenster anschauen, dann sieht man, hier ist dieser 16,20, 16,30er Bereich, dass dieser exakt getestet wurde. Der Markt, ich glaube, weiß ich nicht, 30 Pips oder sowas, dann aus diesem Bereich erstmal kurzzeitig nach oben lief. Was für mich ja bedeutet, dass ich hier schon definitiv ein Trade-Management auch trotzdem hätte machen können, dass ich hier höchstwahrscheinlich dann mit meinem Stop knapp unter diesem Tief gelegen hätte und wenn man hier in dem Bereich einen Einstieg gefunden hat, dann wäre das Risiko, was ich hier schlussendlich oder was ich verloren hätte auf diesen Trade, wieder nicht groß geworden, auch wenn ich hier Unrecht hatte erstmal in diesem Moment. Und jetzt müssen wir uns für die kommende Handelswoche das ganze Bild mal anschauen. Es ist aktuell im Euro für mich aus charttechnischer Sicht wirklich nicht einfach. Ich würde grundsätzlich weiterhin diese Meinung vertreten, wenn wir erneut diesen 15,30er Bereich nach unten durchschreiten, dass dann die Abwärtsseite erstmal wieder klarer wird. Genau das, was wir hier schon mal gehandelt haben, dass dann der Bereich auf jeden Fall oder dass eben der Markt 15,30 nach unten verlässt in Richtung 14,30, in Richtung 13,30 und vielleicht dann auch an dieses Tiefs im Bereich von 1,13 geht. Ja, das ist auf jeden Fall realistisch. Das sind eben interessante Bereiche, die eben angelaufen werden könnten. Wir sind allerdings aktuell mit diesem Test hier dieses Bereiches knapp unter 16,30 natürlich abwärts laufend, aber ich bin hier oben erstmal noch so ein bisschen vorsichtig mit dem Verkauf. Es kann natürlich hier in diesem Bereich erstmal gehen, dann kann sich dort der Markt auch erstmal wieder Richtung Norden bewegen, dann nochmals hier in diesem Bereich. Und hier oben wird es natürlich dann interessant, wieder mit diesem Gedanken dieses eventuellen darauf Setzens, dass dieser 17,30er Bereich nach oben mal nachhaltig durchschritten wird. Also ich könnte mir schon vorstellen, erneut oberhalb von 16,30. Somit ergibt sich hier im Bereich 16,30 bis 15,30 so ein kleines Niemandsland, wo ich nicht so viele Ideen hätte. Also in diesem Bereich hier bin ich erstmal ein bisschen vorsichtig. Ja, wir haben dann unterhalb von 15,30 etwas wieder für mich etwas eindeutiger die Abwärtsseite. Und oberhalb von 16,30 bin ich durchaus gewillt, hier nochmals es auf der Long-Seite zu versuchen, beziehungsweise hier diesen Versuch hatte ich ja wie gesagt nicht, aber ich würde jetzt am Montag, wenn der Markt wieder langsam anfängt, hier Stärke zu zeigen, dass ich dann hier nochmals eben schaue, wo könnte ich auf der Aufwärtsseite eventuell reinkommen, mit dem Gedanken, dass wir Richtung 17,30 gehen und dann würde ich hier die Position versuchen zu halten durch den 17,30er Bereich durch. Und dann mal schauen, wo uns der Markt hinfährt. Es ist durchaus denkbar, dass wir dann mit etwas Kraft direkt Richtung 18,20 und schlussendlich dann vielleicht auch Richtung 1,19 laufen könnten. Das wäre jetzt so das, was ich im Hinterkopf hätte. Und wenn das vielleicht gleich zu Anfang der Handelswoche passiert, dass ein bisschen stärker reinkommt, dann könnte das durchaus auch in der kompletten Handelswoche passieren. Ja? Diese Seite nach oben. Aber das ist so die grobe Überlegung zum Euro-US-Dollar aus rein charttechnischer Sicht. Ihr wisst, ich gehe meistens wirklich sehr eiskalt charttechnisch an den Markt ran, versuche die Fundamentals komplett auszublenden, bis auf eben wichtige Wirtschaftskennzahlen bezüglich der Volatilitätsgefahr, die natürlich auch eine Chance darstellen kann, aber gerade wenn man frisch einsteigen möchte, frisch eingestiegen ist, auf einmal aufkommende Volatilität natürlich auch dazu führen kann, dass man ungünstig ausgestoppt wird. Somit schaue ich natürlich darauf, aber das wäre jetzt hier eben, wie gesagt, der Gedanke erstmal aus rein charttechnischer Sicht für den Euro-US-Dollar. Und schauen wir abschließend dann hier natürlich aufs Gold.
was so ähnlich tricky aktuell sich darstellt wie der Euro-US-Dollar, denn Gold ist für mich auch schlussendlich eigentlich schon in der vergangenen Handelswoche etwas zu weit nach oben gelaufen. Wir hatten gesagt, der 12-16er-Bereich, der ist dann hier auch erstmal interessant und wichtig. Ich hatte dann ein Short-Setup formuliert in der vergangenen Handelswoche, was erstmal mit dem kleinen Stop schief ging. Mit dem großen Stop wäre man hier jetzt noch aktuell drin, mit dem Gedanken, dass der Markt eben im 12.2er, also erstmal mit dem Rutsch unter 12.05, dann in dem Bereich 12.02, mit dem Gedanken, dass eben dann der 1200er Bereich auch etwas dazu führen könnte, dass wir wieder so ein bisschen die Kernabwärtsseite aufnehmen, dass es hier wieder mit der Kernbewegung weiter abwärts geht. Wir hatten ja hier vorletzte Handelswoche diesen kleinen Sell-off hier Mitte der Woche in den Bereich 11,60 und dann relativ zügig schon hier in der Nachtsession wieder der Rücklauf und dann infolgedessen ging es ja weiter stark nach oben, hatten wir in der letzten Trading-Woche-Analyse besprochen. Die letzte Handelswoche war von der Kerntendenz abwärts handelnd, aber zwischendurch dann doch immer mit etwas stärkeren Erholungen, was wieder, wie gesagt, schlussendlich dazu führte, dass diese eine Trading-Idee hier auf der Abwärtsseite mit dem engen Stop schon wieder ausgestoppt worden wäre. Somit auch hier ähnlich wie im Euro-US-Dollar. Wenn wir hier erstmal grundsätzlich im kurzfristigen Bild, wir können dazu auch mal auf den 4-Stunden-Chart gehen, wenn wir im kurzfristigen Bild 4-Stunden-Chart aktuell, weiter unterhalb, ich würde schon fast sagen, diesen 12.05er-Bereich. Warum, weshalb, wieso? Ich zeige das nochmal auf diesem Bild. Wir hatten hier in den letzten Wochen, nagelt mich jetzt bitte nicht fest, welche Handelswoche es exakt war, wir hatten hier diese Schiebezone und wir hatten davor eine andere zweite Schiebezone. Also der Markt ist eigentlich von Schiebezone in Schiebezone gerutscht. Und dann kam dieser Ausbruch wieder, trendfolgend, worauf wir dann auch gesetzt hatten. Wir hatten hier die Abwärtsseite. Und dann kam hier dieser doch recht starke Sell-off nach unten. Und jetzt ja erstmal grundsätzlich diese Erholungsphase. Dieser Bereich hier, dieser letzte oder ja, letzte orangene Bereich, der hatte ja für mich dazu geführt, oder hatte, 1, 2, 3, hatte den Gedanken für mich unterschrieben, unterstützt, dass hier eben Widerstand herrscht. Was ja schlussendlich auch passiert ist, dieser Bereich war Widerstand, aber etwas stärker nach oben. Er ist schon ziemlich weit in diesen Bereich reingelaufen und ist dann erst wieder hier nach unten gekommen. Somit ist nach wie vor, würde ich jetzt sagen, dieser Bereich 12.05, also diese untere Kante dieser Schiebezone, die dann schlussendlich zu diesem letzten Breakout führte, dass jetzt dieser Bereich erstmal richtungsentscheidend bleibt und ich nach wie vor schauen würde, allerdings ein bisschen defensiver. Also ich würde jetzt nicht hier jeden Tag irgendwie 2, 3 Dinge auf der Abwärtsseite versuchen, um dann irgendwann am Ende der Handelswoche zu merken, funktioniert er doch nicht. Also etwas defensiver, mal den einen oder anderen Versuch wagen, wenn es nicht gut geht, dann lieber ein bisschen abwarten, nochmal versuchen. Aber unterhalb von 12.05 würde ich schon nach wie vor bedingt durch diese übergeordnete Abwärtsseite hier eben immer schon mal drauf schauen, dass man eben auf irgendeine Art und Weise sich entsprechend Short-Ideen, Short-Setups zurechtlegt, auch wenn der vielleicht nochmal ein Stück hoch geht und dann hier vielleicht anfängt, so ein bisschen Schwäche zu zeigen, dann eben schlussendlich die Abwärtsseite handeln. 83 bzw. der 80er Bereich ist hier definitiv interessant, der angelaufen werden kann. Das ist erstmal ein Zielbereich, den ich für Trades nutzen würde. Ja, und dann eben kommt natürlich als nächstes dieser 60er-Bereich hier unten, weil man muss aber sagen, das sieht schon ziemlich stark hier nach so einem Sell-Off aus. Also ob wir da jetzt relativ zügig wieder hinkommen, weiß ich nicht. Würde ich auch vielleicht auch erstmal nicht so annehmen, aber schon dieser Rücksetzer hier in diesem Bereich, der würde uns ja helfen, jetzt hier aus dem Bereich 12.05 bis hinab zur 80 haben wir 25 Dollar Bewegung, die man hier durchaus auch in Trades, gerade im etwas kurzfristigeren Bereich, ja, schön umsetzen kann, auch im kurzfristigeren Swing Trading, was da bedeutet, Montag, Dienstag, Mittwoch, bis zum Ende der Handelswoche, kann man hier schon, denke ich, das ein oder andere Setup aufbauen und mal schauen, ob der Markt eben diese Abwärtsseite erstmal wieder aufnehmen kann. Schauen wir uns das Ganze an. Sollte der Markt wieder über 12.05 laufen, dann ich mache es mal hellgrün, denn es ist nicht sofort so, dass ich dann sofort sage, okay, ich bin hier total falsch gelegen mit der Abwärtsseite, wir gehen jetzt ganz klar nach oben und zack, hier kommen wieder die Riesenbewegungen auf der Aufwärtsseite. Das sehe ich bedingt durch den übergeordneten recht starken Abwärtstrend aktuell nicht so. Dennoch bin ich hier oben gewillt, vielleicht auch mal die Aufwärtsseite zu handeln, würde aber nach wie vor an wichtigen Widerständen auch hier oben mal vorsichtig die Abwärtsseite versuchen. Also zum Beispiel der 12-16er-Bereich würde bedeuten, Hochs der vergangenen Handelswoche hier
Das sind ja auch nochmal diese Tiefs hier in dieser vorletzten Schiebezone, ja, dieser Breakout-Bereich aus dieser Schiebezone raus. Also diese Bereiche, das müsste man nochmal kurzfristig schauen, ja, das sind so Bereiche, wo ich dann auch nochmal schauen würde, wenn der hier anfängt zu reagieren, dass man hier dann eventuell dann auch nochmal die Abwärtsseite versucht, mit dem Gedanken, natürlich erstes Ziel vielleicht wieder der 12,05er-Bereich, beziehungsweise reichen ja dann schon aus, würde ja dann schon ausreichen, wenn wir hier in den Bereich 94, 95 nochmal laufen, hätte man ja auch interessante Bewegungen auf der Abwärtsseite. Ja, also klar, man kann hier auch mal vorsichtig die Aufwärtsseite versuchen mit den entsprechenden Widerständen, wie ich sie hier eingezeichnet habe. Ja, und wenn man eben wirklich davon überzeugt ist, dass es das jetzt wirklich im Gold war auf der Abwärtsseite und dass wir übergeordnet vielleicht wirklich einen Turnaround schaffen, dann kann man natürlich mal versuchen, hier die Aufwärtsseite auch laufen zu lassen. Bedeutet aber nicht, dass ich hier, wenn ich irgendwo einen Einstieg habe, und das würde ich auch vorsichtig gesagt, also raten darf ich ja nichts, aber ich würde es, wenn ich im Coaching wäre und mich fragt jemand, würde ich eben, wenn ich hier einen guten Aufwärtstrade irgendwie bekomme, ja, egal wie, ich würde den versuchen, auf jeden Fall irgendwie Break-Even abzustoppen, auch wenn man dann mit dem Gedanken spielt, diesen dann laufen zu lassen. Notfalls fliegt man halt ja nochmal raus, aber ohne Risiko, aber ich würde hier nicht ein riesen Risiko offen lassen, nur mit der Überzeugung, ja, der Markt muss steigen. Es kann sein, es kann oberhalb von 12,05 auch weiter aufwärts gehen, mit dem Gedanken da oben dann vielleicht auch mal den einen oder anderen Short zu versuchen, aber ich werde nach wie vor vorsichtig hier zu aggressiv und mit vollster Überzeugung und mit zu defensivem Trade-Management immer wieder die Aufwärtsseite zu handeln, weil es kann einfach schlussendlich immer wieder dazu führen, dass ich dann auch eben Verluste hinnehmen muss, insofern, dass der Markt vielleicht schon mal wieder eigentlich gut im Plus war in einer Position, aber dann schlussendlich doch wieder dreht und mich dann vielleicht im Negativen ausstoppt, was vielleicht ein Break-Even-Stop dann gewesen wäre. Das soll so das Schlussfazit, das soll das Schlussfazit der Trading-Wochenanalyse für die Kalenderwoche 36 gewesen sein an dieser Stelle. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, wenn wir uns am Wochenende, nicht am Wochenende, sondern in der Woche zu den entsprechenden Livestreams, DAX Long oder Short, US Opening Bell hören. Ihr könnt natürlich da auch jederzeit Fragen stellen. Ihr könnt Fragen unter diesem Video posten. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Video einen Daumen hoch bekommt, wenn ihr den Kanal von JFD Brokers natürlich hier, dass ihr den, wenn ihr den abonniert. So, das wollte ich sagen. Und ich wünsche euch gut Trades und Megatrading für die kommende Handelswoche und dann hören wir uns, wie gesagt, entsprechend in den Livestreams. Bis dahin, euer Markus Klebe. Bye, bye und ciao.